Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Raft. So. Wir fischen hier. Brav und fröhlich vor uns hin. Ich möchte nämlich einen Haifischköder bauen, oder gleich zwei. Damit wir mal da unten hier in aller Ruhe Erz und Klumpert abbauen können, ne? Schrott und so weiter. Dieses Viech macht mich fertig, ich sag's euch. Dieses Viech macht mich krank. Zu spät. Kann ich denn schon? Ich glaube, einer geht schon tatsächlich. Dann Haiköder. Das Seil fehlte mir. Du musst haben Seil zum Zusammenbinden. Weißt du? Ach, ne. Ja, ich schwöre. Wenn der das sagt. So. Gut, den ersten haben wir schon mal. Kann sich jetzt nur noch um Stunden handeln. Der schwache Armwurf, ne? So, blatsch. So. Gehen wir halt ins Licht. Farben mache ich derweil keine mehr, weil wir haben eh schon genügend und, das war die Angel, die ist jetzt Schrott. Apropos Schrott. Planken und Seile. Ich habe, glaube ich, nicht mal mehr genug Planken. Wo ist denn unsere Palme? Die sind, glaube ich, schon ausgewachsen. Ja, perfekt. So. Bitte Sämlinge. Ja, wenigstens einer, Gott sei Dank. Dann können wir gleich wieder anpflanzen hier. Zack. Und die nächste. Bitte ein Sämling. Arsch. Blöder. Da muss halt eine Mango her. Oh, ich habe hier noch eine. Gott sei Dank. Gut, passt. Problem gelöst. Passt. Kann man schon eine Angel schustern. Zusammenschustern. So, zack. 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 Für mich auch mal einen Schluck. So, gleich wieder befüllen. Und gleich wieder Salzwasser machen. Ich könnte eine zweite Flasche brauchen, eigentlich. Tatsächlich. Wenn wir mal so im Clipperwahn sind, kann ich es mir überlegen. Dann sind wir ein bisschen schneller, nämlich, weil das ist ja... Bäh. So. Also, eine Angel soll es sein. Danke. Mir fehlt jetzt noch ein Hering oder so, ne? Na, gute Nacht. Besser gesagt, guten Morgen. Ja. So, also ein Hering wird mir noch fehlen. Zweiter Haifischköder wäre nicht schlecht. Dass ich den schon mal dann habe. Die Möwe schon wieder, ne? Unfassbar. Jetzt komm, Hering. Beifuß. Mach Schnapp. Wer ist ein feiner Hering? Wer ist ein feiner Hering? Na? 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 Ja, schau, wie das funktioniert. Mega. Aber was fehlt jetzt noch? Eine Seebrasse, ich Trottel. Ich habe mit dem Buntbarsch verwechselt. Also, wer ist eine feine Seebrasse? Ja, wer ist eine feine Seebrasse? Ja, komm. Ja, komm. Feine Seebrasse? Ja, komm. Wer ist eine feine Seebrasse? Ich habe mich verdrückt. Der nicht. Wer ist eine feine Seebrasse? Ja, wo? Ja, wo ist sie denn? Ja, wo ist sie denn? Guck, guck. Hallo? Hallo? Seebrasse. Guck, guck. Schau. Ne, so macht man das. So macht man das, meine Lieben. So stellt man Haifischköder her. Tja. Ja, man muss so lange beim
beim Wasser stehen und sagen, wer ist eine feine Seebrasse? Dann kommt sie sogar. Ja. Gut. Warte mal. Fürs Rezept braucht man Hering und Seebrassen, ne? Jo. Achso, jetzt dachte ich mir, hä, was habe ich da hingelegt? Nix. Dann werden wir mal unseren Lachs hier schön anbraten. So. Schön knusprig machen. Und ich werde mir mal hier den Fisch gönnen. Und muss dann jetzt aber gleich schauen, dass wir Ton bekommen. Dass ich hier schnell... Ist jetzt hin? Ist jetzt tot? Ja, ich stich dich ab. Entschuldigung, das war jetzt nicht nett, ich weiß. Aber ist mir wurscht. So. Du bist das unglaublichste, komischste Viech, das es gibt auf diesem Planeten. Hat sie mir jetzt schon alle Rüben weggefressen? Mhm. Brav! Mahlzeit! So. Gut, Haifischköder. Wir haben jetzt zwei. Ich muss jetzt schauen, dass ich mal ins Wasser komme. Am besten werde ich das hier so ins Wasser schmeißen. So. Gleich mal meinen Haken schnappen. Oder besser gesagt ein Speer, glaube ich eher. Weil der Hai ist ein Scheusal, echt. So. Fangen wir mal an, ne? Ich höre das Saufisch nicht. Ich glaube, er ist gerade beschäftigt. Ich kann es, glaube ich, hören. Passt, wir sind nämlich auch beschäftigt, das trifft sich sehr gut. So, Luft holen. Passt, weiter geht's. Vor allem den Schrott, den brauchen wir. Ich nehme halt alles mit, wieder Stein und so weiter, ne? So, so, so. Haben wir hier schon mal? Sind wir hier schon? Boah, ich sehe nichts. Luft, ja, Luft ist gut. Hier haben wir noch was, dann haben wir mal die Ebene hier fertig. So. Wie schauen wir platztechnisch aus? Ah, schlecht. Sehr schlecht sogar. So, mal schnell raus hier. So, schmeißen wir mal das alles schön rein. Die Planke auch gleich. Den Ton möchte ich gerne haben, weil wegen Schüssel bauen. Wegen Kompott und so, ne? Aber jetzt kann ich das wieder reinschmeißen. Den Sand haben wir weg. Ausnahmsweise auch gleich hier die Fische. Ausnahmsweise. Und einen Schrott platziere ich hier auch schon mal drin. So. Jetzt haben wir Platz nämlich. Das war mein Ziel. Die Muschel... Meh. Au. Ja, war klar. Du elendiges... Haifischviech. Hat er mir den Köder weggefressen? Ich glaube, ist schon soweit, ne? Die halten halt echt nichts aus. Muss man halt schon mal sagen, ne? So, den Speer habe ich. Für den Fall, dass das Mistviech jetzt nochmal kommen tut. So, ich habe hier noch überhaupt nichts gemacht. Ich bin hier eigentlich nur gestrandet, ne? Also, angekommen. Haifisch, Haifisch, Fisch. Na. Habe ich, glaube ich, wieder Glück. So. Und geht schon. So, schön aufklauben. So. Au, da ist er wieder, ne? Du elendiges Haifischviech. Alter, ich werde ihn umbringen, glaube ich. Der geht mir jetzt zu sehr auf die Nerven. Au. Aui, das hat wehgetan. Mistviech.
Wo bist denn? Wart nur, wenn du da bist. Dann steche ich dich rein. Ich schwöre. Wo bist denn? Du Haifischdreck. Mit dem habe ich jetzt nicht gerechnet, ne? Dass der mich jetzt nochmal attackiert eigentlich. Hallo? Hallo? Da. Ah, jetzt kommt er. Hm? Hm? Alter. So, ich dachte, das könnte ich elegant machen. Ist mir aber, glaube ich, nicht geglückt, so wie ich es wollte. Aber der Fisch, der Haifisch nervt, muss ich echt sagen. So. Ich gehe nochmal ins Wasser. Ich hoffe, er kommt nicht. So. Ein bisschen geheilt bin ich eh. So, falls er uns anknabbern sollte, mal aufschauen. Das ist echt übel. Ah, da kommt er schon. Komm näher. Ich warte auf dich. Erwischt. Saufig. So. Spüre unseren Zorn. Mistviech. Scheiße, er kommt schon wieder. Ah, den habe ich jetzt übersehen. Ich war jetzt zu gierig. Ich sollte nochmal rausgehen. Mich ein bisschen recken. Nicht, dass der mich dann echt noch umbringt. Das wäre schade. Das wäre sehr schade. Ich werde auch gleich unsere Wertgegenstände hier schnell in Sicherheit bringen. Bin ich hungrig? Na, aber durstig gleich. Dann saufen wir mal was, ne? Prost. So. Ein Speer haben wir gerüstet. Der Haken ist wieder bald im Arsch. Echt? So, wo ist er? Da hinten habe ich ihn, glaube ich, gesehen. Ah, er ist, glaube ich, gerade beschäftigt. Okay. Ich sollte jetzt wirklich schauen, dass ich hier Metall kriege. Da haben wir was. Ich glaube, ich habe richtig Glück. Das ist kein Kupfer, oder? Ja, Metallerz. Mega geil. Und dann auch noch so viel. Geilo. Da hätten wir auch noch Sachen. Schnell mal Luft holen. Haben wir noch Platz? Ja. Schnell runter. Da ist alles voll Kupfer. Noch mehr Metall da drüben. Wo ist es? Da. Schnell, schnell, schnell. Mega. Da ist noch mehr Kupfer. So. Da haben wir noch mehr. Das muss ich noch mitnehmen. Ich hoffe, ich überlebe es. So. Wieder auftauchen. Jetzt waren wir hier sehr brav. Nochmal schnell Luft holen. Hat er ihn jetzt gerade hingemacht? Ja. Hat er. Boah, schnell raus aus dem Wasser. Eieiei. Das war's mit dem Haifischköder. Aber wir haben ganz viel Metallerze, die wir jetzt da auch gleich einschmelzen werden. So, Planken habe ich dann eh noch ein paar. Die, boah, da muss ich aufpassen, das ist eine gefährliche Kiste hier. Die habe ich noch nicht geschützt, kann das sein? Boah, bin ich doof. Okay, die muss ich sofort schützen gehen. Sofort, sofort. Siehst du, die hat noch kein Metall-Dingsbums. Die auch nicht? Alter. Schrott habe ich jetzt nochmal genug. So. Jo. Schrott brauche ich jetzt. Ich brauche nämlich Nägel. Ganz viele sogar.
und mein Hämmerchen mit, damit ich das da bauen kann. Da machen wir gleich. So. Und so. Passt, jetzt sind die zwei Kisten auch schon mal safe. Sehr gut. Aha, ich höre dich. Na warte, ich komm schon, ich komm schon. Bin gerade am Überlegen. Au. Jetzt hat er mich erwischt. Jetzt war ich zu gierig. Ich will ihn umblingen. Ja, das hier muss ich auch noch schützen. Ja, ich werde mal hier ernten, bevor ich gar nichts mehr habe. So, und Rüben. Ich muss jetzt die Rüben echt verteidigen. So, das heißt, dich werde ich mal entfernen, du komisches Viech. Und eine neue Vogelscheuche aufstellen. Nom nom nom, Scheuche. Blatt, Dings und Dings. Okay. Dings. Dings. Und. Dapsel, 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 Dapsel. Und Dings. Vogelscheuche, passt. Das war mir jetzt gerade ein Bedürfnis. Dann kann ich hier. Zack, 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 zack. So. Dann die Vogelscheuche. Einfach mal weggeschmissen, ja. Logisch, ne? Dann die Welle und futsch ist mein Erz. Dann hätte ich jetzt, glaube ich, geweint. Hätte ich, glaube ich, ziemlich sicher geweint. So, wie muss ich dich aufstellen, dass du... Ich glaube, drehen. Alter, dieses Viech, ne? Dieses Viech macht mich fertig. Da schau dir das mal an. Dieses elendige Viech. Schau dir das mal an. Der macht mein Floß so schnell kaputt, das kann ich gar nicht glauben. Blödes, dreckiges Mistviech, geh doch einfach sterben. So. Ja. Ja. Die Pflanzkiste müsste ich dann auch nochmal bauen. Ja. Ich habe aber eh irgendwie nichts. Bin ja arm. So. Und dann hier noch ein paar. So. Passt. Und bewässern. Zack, zack. Also der Sprenkler, muss ich ganz ehrlich sagen, der zahlt sich irgendwie nicht aus, aus meiner Sicht. Muss ich ganz ehrlich sagen, der ist... Meh. Irgendwie... Meh. Verstehst? Aber die Millionchen gehen wir jetzt anpflanzen. So. Damit wir noch ein paar haben. Zack, zack. Zack. Passt. So. So. Perfekto. So, für mich ein Schlückchen. So, ist gut. Zack. Und auffüllen. Gott sei Dank habe ich schon zwei von denen gemacht, wollte ich gerade sagen. Ihr bringt ja noch um, ich habe es gesagt. So. Da haben wir nichts drinnen. So. Und so. Passt. Das zudem. Es ist dunkel. Ich könnte jetzt wieder fischen probieren. In der Hoffnung, dass wir... Dings... Alter. Ja, ist schon gut. In der Hoffnung, dass wir noch einen Haifischköder bauen können, damit ich die Erzsachen hier noch abfarmen kann. Und dann können wir hier schon wieder abhauen. Schön ist das da halt nicht, die Rampe, muss ich ganz ehrlich sagen. Gefällt mir nicht. Da wäre es schöner, hier irgendwie so Türmchen zu bauen, ne? So, dass wir mit der Wendeltreppe so in der Richtung, also nicht unbedingt Wendeltreppe, schon mit einer Leiter ne, hoch können. Das würde mir schon eher gefallen. Aber jetzt wäre ich schon mal froh, wenn wir Dreck finden würden. Ich habe es ihm gesagt, ich bringe ihn noch um. Hey, wir können schon einen bauen. Das ist Zupi.
Hier war er, glaube ich. Ja. Was? Da haue ich das lieber weg und heb mir das Seil auf. Und bam. So, ist fein. Aha, wir sind auch hungrig. Das passt jetzt eh noch gut. Metall, muss, darf ich auch nicht vergessen. Und die... Na, die Bahn brauche ich nicht, das Erz brauche ich. So, zack, zack. Blanke, blanke. So. Meine Schüssel habe ich. Schmiede. Dann können wir da sofort die Kompotte machen und essen. Muss der Magen essen. Nom. Ah ja, das gibt ja zwei Portionchen. Stimmt. Früchtekompott, ja. Schaut ein bisschen komisch aus. So kennt man eigentlich bei uns das Kompott nicht. Aber ist ja wurscht, ne? So, die Makrele. Und dazu würde ich sagen, werden wir ein bisschen Kartoffel braten, ne? So. Zack, 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 zack. Platsch. Dahei, dahei. Yay! Nee. Triff ihn, doch! Jawohl, ich glaube, ich habe nochmal getroffen. Oh, ich habe Hunger. Ah, ist er jetzt hin? Na, da lebt er noch. Ich muss mal was essen. Ich bin am Verhungern. So, Mahlzeit. So. Dann das Fische noch nach. Dann sind wir gleich mal satt. Sehr gut. So. Ist der Hai schon wieder wo? Am Knappern? Na, hat sich gerade so komisch angehört. So, aber es wird schon wieder morgen, ne? Da ist er. Komm nur her, ich piek's dich auf, ich schwöre. Du elendiges Mistviech. Komm nur her. Komm nur und... Bam! Bam! Jawohl, er ist hin. Gib mir dein Fleisch. Du ekelhaftes Mistviech. So, passt. Sehr gut. Jetzt haben wir ein bisschen Ruhe. So, kurz ein bisschen... kurz ein bisschen rehabilitieren sozusagen. Den hauen wir. Wo war denn der Kopf jetzt drin? Da? Ja. Das Köpfchen kommt weg. Kurz organisieren, ne? So. Seetang hätte ich wieder einen Haufen. Die Muschel nehme ich mit. Die kommt nämlich da rein. So. Und so. Fischi kommt zwar da nicht rein, aber das lasse ich jetzt kurz mal so. Metalldingens brauche ich eh, das kann ich lassen. Das unten ist eh noch zum Kochen. Puh, so. Gut, es wird hell. Ich kann sofort... Aha, den müsste ich auch neu bauen. Den Haken. Da brauche ich Schrott, Seil, blanke Bolzen. Habe ich so viel Schrott noch? Meine Güte, meine Güte, meine Güte. Na, habe ich nicht, ne? Muss reichen. Ab ins Wasser. Zack. So. Zuerst mal das Erzilein holen, was es hier noch gibt. Habe ich noch Flossen? Ja, ein bisschen geht noch. Da, 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 da. Und wenn wir dann die ganzen Erze haben, da oben ist was, dann können wir schon die Insel verlassen. Und eine neue und suchen. So. Schön, schön. So, mal Luft holen inzwischen. Bevor ich hier ersaufe. Und weiter. Hä, was ist denn da geflogen? War das eine Möwe? Ja, die Möwe. Okay. Dachte ich schon. Hä? Was denn das für ein komisches Viech? So, da. Da haben wir noch mehr Kupfer. Sehr wurscht, ne? Wir nehmen das Kupfer auch natürlich mit. Auch wenn wir jetzt dabei batterietechnisch nichts viel machen können. Da unten jetzt was. Manchmal schaut es so komisch aus, ist aber nur so ein Sauerstoffbläschen, ne? Da. Erzi, Erzi, Erz.
So, ich will nämlich vor allem mal das Floß stabil kriegen. Das ist mal mein großes Ziel. Und ich muss auch mal mit dem Spiel hier wirklich vorwärts kommen. Ich hoffe halt wirklich, dass wir jetzt sehr bald mal die Wiesen, also den Dreck finden, damit wir eine Wiese bauen können, ne? Oh Gott. Würdest du bitte schneller? Ich sauf ab da. Oh oh, oh oh. Boah. Ich muss mich beeilen, der Hai kommt sicher gleich wieder. So. Haben wir es jetzt bald schon umrundet? Ich hoffe. Umrundet? Da ist, glaube ich, was. So. Alter. Das ist ja mal übel versteckt, ne? So. Ich glaube, jetzt haben wir es dann schon, ne? Wenn jetzt hier irgendwo noch ein Kupfer ist, ist nicht so schlimm. Da haben wir mehr als genug. Metall wäre halt schade, wenn ich übersehen würde. Aber ich glaube, der Hai ist wieder da. War so klar. Kann ich mich schon bereithalten. Wo ist er? Aha. Gut, Luft holen. Dann werden wir noch den Schrott holen, der dort liegt, ne? So, lauf, 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 pieksen! Haha! So. Dann werden wir noch den Schrott holen, der da unten liegt, und dann haben wir es schon wieder. Dann können wir weiter los segeln hier. Dapsel, dapsel, dapsel. So. Sehr gut. Ich werde dann hier bei passender Gelegenheit, glaube ich, das Ganze hier sowieso umdesignen. Ich werde dann unsere Schlafplätzchen da oben machen, dass wir hier unten einen Stall bauen können. Ne? Wenn wir dann die Tiere haben, das können wir mal so nebenbei machen, bis wir eine neue Insel angesteuert haben. Würde ich sagen, ne? Hört sich irgendwie nach einem Plan an. Einen Bolzen können wir schon mal bauen. Dann werden wir Seile brauchen. Gott, da muss ich hier bei der Truhe nachschauen. Da bauen wir jetzt mal ein paar Seile. Dann Planken. Haben wir noch welche? Nope. Keine Planken mehr. Den Bolzen habe ich jetzt sonst gebaut. Da hatte ich ja noch einen. Scheiße. Egal. Ups. Ha! Da knappert schon wieder wer. Pixi! Na, komm. Ja. Pixen! Ah! Ich ersaufe! Ich ersaufe! Hilfe! Au! Ja, da bin ich selber schuld. Ich hab's schon verstanden. So. Genau, ernten muss ich auch noch schnell, meine Rübis, dass ich noch welche habe. So, und gleich neu anpflanzen. Schau. Das hat super elegant funktioniert. Weil es regnet gerade, weißt du? Das können wir jetzt ausnutzen. Der Regen macht nämlich... der Regen hilft uns beim Bewässern, wollte ich sagen. Nur für kurz reinschmeißen. Nur ganz kurz. Wegen Karotten, wegen Kartoffeln, ich habe da zu viel. So. Ja, genau. Müssen wir ausnutzen, den Regen. Passt perfekt. Und da hätte ich halt gern, da würde ich gern da unten, ne? Ich würde gern mit dem ganzen Zeug nach oben wandern, hier dann bei passender Gelegenheit. Und hier unten einfach einen schönen Stall machen, ne? Weil hier können die Tiere nicht reinplumpsen. Wenn wir schon nicht reinplumpsen, normal die Tiere auch nicht. Sonst werde ich halt hier so ein Zäunchen machen, ne? So zwischendrin. Haha, da ist er schon wieder. Ah, ich habe nichts mehr zum kaputt machen. Die Axt wird nicht helfen, ne? Na. Na, das... Da braucht man leider schon... den Speer. Okay, ich wollte es mal probieren. Blanken, jawohl. Gut, da habe ich jetzt da... Pech, glaube ich. Nein, habe ich keins. Ich kann hier wieder die Palme zerstören. Da, warte. Habe ich Platz? Nicht wirklich. Warte. Warte, warte, organisatorischer Stress. Warte, 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 warte.
So, was haben wir hier? Blankenfell. Super. Gut. Ja. Zoki, hast du Stress? Na, na, das schaut nur so aus. Dann ist ja gut. Ne? Ja. So. Kupfer schmeißen wir da rein. Der Bolzen. Der Dings. So, Kokosnüsschen, noch ein Bolzen, dann schmeiße ich derweil auch rein, sowie auch das Seil und die Nägelchen. Und jetzt müsste ich. Jetzt müsste es gehen, verstehst? Was wollte ich jetzt machen? Ah ja, die Palme kaputt hauen, genau. Zack. Und in der Hoffnung, dass wir einen Sämling kriegen. Der Party ist wieder zu Ende, ich kriege einen Schirchen. Na gut, ihr Lieben, dann würde ich sagen, wenn ich hier. Kokospalmen, kleinere. Bedanke ich mich wieder von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!